Hallo zusammen, heute machen wir diese unglaublich leckeren Steakspieße. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Für unser heutiges Rezept benötigen wir zuallererst einmal Knoblauch. Zwei Knoblauchzehen einfach mit einem Messer ein bisschen aufbrechen, dann von der Schale entfernen und beiseite stellen. Dann benötigen wir selbstverständlich Steaks. In dem Fall zwei wunderschöne Rumpsteaks Charolais Beef von gourmetfleisch.de. Für den Fall, dass euch das interessiert, unten in der Videobeschreibung befindet sich ein Link dazu. Mit dem Rabattcode 0815BBQ erhaltet ihr aktuell auch noch 10% Rabatt auf die nächste Bestellung. Also checkt das mal aus. Steaks dieser Größe eignen sich hervorragend für Spieße, weil die lassen sich relativ einfach in mehr oder weniger gleich große Stücke schneiden. In dem Fall 4 Stück. Das gleiche machen wir auch mit dem zweiten. Da sind es dann sogar 5 Stück. Nun kümmern wir uns um eine Marinade. Ich habe hier ein mexikanisches Lagerbier. Das füllen wir in eine Schüssel und geben dann in der Reihe nach folgende Zutaten hinzu. Unser Knoblauch, Piripiri Chili, Limettensaft und etwas Salz oder sogar reichlich Salz. Das Ganze einmal vermengen und jetzt lassen wir unsere Steakwürfel 2 bis 3 Stunden im Kühlschrank in dieser Biermarinade ziehen. Fleischspieße an für sich sind ja schon geil, aber noch cooler wird es zumindest fürs Auge, wenn wir uns noch um ein bisschen Gemüse kümmern, was noch mit auf den Spieß kann. In dem Fall eignet sich hervorragend Paprika, weil auch die können wir in ähnlich große Stücke schneiden wie das Steak. Also zumindest so mal im Seitenprofil. Dann brauchen wir eine Zwiebel und diese Zwiebel schälen wir, halbieren sie und nehmen dann die einzelnen Schichten der Zwiebel Schritt für Schritt auseinander. Das funktioniert mehr oder weniger von alleine. Man muss nur gucken, dass man hinten den Wurzelteil einigermaßen abgeschnitten hat. Jetzt nehmen wir das Fleisch aus der Biermarinade, tupfen es kurz trocken und fangen dann an, unsere Spieße zusammenzubauen. Das menschliche Auge mag es, wenn es gleich aussieht. Deshalb überlege ich mir in der Regel immer eine Reihenfolge, in dem Fall Paprika, Zwiebel, Fleisch, und spieße das immer in der gleichen Reihenfolge auf. Wichtig ist für mich an der Stelle nur, dass man vernünftige Spieße hat, und zwar welche, die möglichst flach sind. So hat man am Ende nämlich auch eine Chance, das Grillgut vernünftig zu drehen. So, ich habe jetzt diese beiden Spieße zusammengebaut. Das ist überhaupt gar kein Hexenwerk, sieht aber schon richtig gut aus. Jetzt legen wir die Spieße nebeneinander und salzen sie einmal ordentlich von allen Seiten. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist ein Rezept, das muss ich unbedingt mal zu Hause nachmachen, dann findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung die komplette Liste mit Zutaten, die ihr für die Marinade und für diese wunderbaren Steakspieße braucht. Wir grillen diese Steakspieße heute über Buchenholzkohle, das heißt, ich habe einen Anzündkamin voll damit vorbereitet, den in meinen Landmann Kepler Kugelgrill gefüllt, Grillrost aufgelegt, das zugemacht, das Ventil quasi komplett geöffnet, unten und oben. Dann habe ich den Grillrost einmal ordentlich aufheizen lassen und jetzt grille ich meine Steakspieße 2 bis 3 Minuten von jeder Seite bei größtmöglicher Hitze. Sollten Zwiebel und Paprika an der Stelle etwas dunkler werden, ist das überhaupt gar kein Problem. Finde ich super. Wenn es dann zu dunkel ist, kann man es auch abschneiden. Aber grundsätzlich bekommt dieses Grillgemüse bei so einer Art Zubereitung ein richtig, richtig gutes Aroma. Natürlich sollte man an der Stelle jetzt bedenken, dass wir ja kleinere Würfel eines Steaks geschnitten haben. Das heißt, dass diese grundsätzlich auch einen Ticken schneller durch sein können. Das wollen wir ja auf gar keinen Fall. Deshalb nach kurzer Zeit die Spieße auf den indirekten Teil des Grills legen. Den Deckel schließen und noch kurz ein paar Minuten gar ziehen lassen. Dann können wir diese zum Ruhen auf ein Schneidebrett legen und kümmern uns dann noch schnell um die Darreichungsform. Ich habe große Lust, das Ganze heute in ein Weizenwrap zu wickeln. Deshalb habe ich 2 Weizenwraps auf die indirekte Hitze des Grills gelegt, etwas geriebenen Käse oben drüber gegeben und warte dann so 5 bis 6 Minütchen, bis der Käse geschmolzen ist. Der Tortilla ist dann immer noch weich, er ist schön warm und er lässt sich noch wunderbar weiterverarbeiten. Ich habe mir dann so mittlerweile so Taco-Ständer organisiert, noch eine schöne spanische Soße dazu, Mojo Verde. Es geht aber auch eine geile Chimichurri, wenn ihr dafür ein gutes Rezept habt. Oder falls ihr noch keins habt, könnt ihr auch gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich habe welche. Oder in meinem Buch. Es gibt auch Chimichurri-Rezepte in meinem neuen Grillbuch. Ja, ich grill Smoker. Link auch unten in der Videobeschreibung. So, gerne noch etwas von der Soße obendrauf. Und fertig sind richtig, richtig leckere Rindfleischspieße
in einem Wrap mit Käse und grüner Soße. Jawohl, das Ganze probiere ich natürlich auch. Sehr, sehr geil. Teilen, liken, kommentieren, immer gern gesehen. Abonnieren natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.